Zombie tot? Zombie tot? Hallo und willkommen zurück bei Zombie tot, den Simulator für schnelles Töten. So, ich komme mal vorsichtig runter. So. Dann fahren wir mal zum Sägewerk. Wieso vorsichtig? Zombie ist tot. Ja, damit ich mir kein Bein breche. Wieso fahren wir dahin? Wenn das direkt hier ist. Was cooler ist. So, wir können jetzt oder so nur noch eine Folge aufnehmen, habe ich gerade schon festgestellt. Ja. Aber, dann kommt meine Nachricht. Genau. Jetzt werden wir das hier mal schön leer machen. Leer looten und schon mal Zombie frei machen. Zombie freimachen macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Wir lehren es auf jeden Fall beim Bieten. Bist du rechts ums Haus anlaufen? Ich bin links ums Haus anlaufen. Ich bin schon rein. Achso, ich bin noch ums Haus anlaufen. Ja, also ich bin. Juden sind ja noch. Ach, hier jetzt nur Boote. Hier in die Garage da rein. Ach, hier sind Schiffe. Ach, wie lustig. Wo? Ja, hier unten am Kai liegen zwei Schiffe. Geil, rein. Habe ich noch nie gesehen. Das ist first time. Sogar entriegelt. Cool. Aber ich hätte, man kann die nicht fahren. Nee, leider nicht. Das wäre jetzt auch sehr überraschend gewesen, wenn das gehen würde. Aber es ist ja in Planung, habe ich gelesen. Ja, man will ja Schiffe in Zukunft auch ins Spiel bringen. La la la. Scheiße, ich bin ins Wasser gefallen. Das ist ja wieder typisch für dich. Komm nicht mal raus. Dann lauf doch, schwimm doch einfach bis zum nächsten flachen Stück Land. Ich kam nicht mal über Wasser. Ach so. Sehr ungeschickt, würde ich mal sagen. Hier komme ich, glaube ich, raus. Guck mal, hier ist ein Kran mit einer Plattform. Ich weiß jetzt schon, was passiert, wenn wir da dran gehen. Nein! Nein! Stell dir mal vor, du krass dann auch noch durch den. Oh. Du krass dann auch noch durch den Boden von dem Schiff und ertrinkst. Und das Schiff geht auch noch unter oder irgendwas in der Art. Oh, sonst ist nur Zement hier. Ah, hier gibt's einen richtigen Führer. Ich schwör, das nervt mich grad. Echt? Schwörst du das? Genau! Da ist ja noch so eine Trolle an diesem sogenannten Landstück. Ich hab dir aber geholfen. Der hat auch einen Opa. Pfeil gekriegt von Papa. Was auch immer. Ganze Ausdauer für so eine Scheiße verbollen. Oh, du Ehrlich. Oh, hier ist tatsächlich eine Tür offen, ist ja cool. Bin mal gespannt. Hey, ja, aber steht die Plattform nicht da drauf? Nein, die Plattform steht nicht da drauf, dann werden wir die nicht anfassen. Nein, wir werden die nicht anfassen. Weil wir wissen ja, was passiert, wenn wir es täten. Ja. Komm, wie geht's denn hier weiter? Ah, hier. Alea? Ja? Oh. Ja, komm mal hoch. Hallo? Oh, ganz schön verbarrikadiert hier. Oh, pass auf, wo du hier läufst. Sehr bruchreif. Wo? Wenn du durch das Fenster rausgehst. Hinter dir. Hinter dir. Komm her.
dran. Wechsel mal die Muni. Was ist denn hier? Oh ne, ich hab meine Steinpfeile da reingetan. Drüben ins Haus. Egal. Stirb du. Ich hab ja extra gesagt, pass auf, was du meinst. Hä, hey, what the fuck? Bitte? Flätige Wörter. Aha. Oh, das ist aber cool. Du, dich hab ich doch schon einmal getötet. Jetzt bleib auch tot. Jetzt kannst du total ein bisschen weg. Und was? Ich hab auch viel Arbeit. Ich hab dir die Spitze angegeben. Helf mir. Vielleicht geht's da oben auch rein. Nein, ist egal. Ja, geht. Ja? Ja. Ja, von oben in den Trichter? Ja. Da ist sogar eine Leiter. Leiter. Genau, die meinte ich. Ich habe jetzt übrigens auch eine Vergiftung. Also, oder was das da ist. Nicht gefunden, ich guck mal. Nee, noch nicht. Hey, cool. Da unten ist Wasser. Ein Abwasserkanal ist. Was, warum schreist du? Du hast einen Zombie über dir. Oh, hier muss ich schreie, weil ich mich erschrecke. Hier muss man tauchen. Oh, voll der Abwasserkanal hier. Ich hoffe, die Luft. Ich komme! Geronimo! Ah, da kommt man in den Nebenraum. Da kann man wieder auftauchen. Aua, wer haut mich denn da? Wie kann man denn tiefer tauchen nochmal? Einfach beim Tauchen. Jetzt bin ich aber irritiert. Scheiße, du bist alleine. Ja, ich geh gleich. Man verbuggt sich, glaube ich, hier. Nee, das geht. Da musst du C drücken, um dich hinzuknien. Doch nicht C. Wieder. Doch, C. Wo haben wir denn das zweite Auto? Da ist ein Fahrrad. Ist das noch in der Werkzeug? Ach, da ist es. Okay. Ist da Sprit drin in dem zweiten Auto, weißt du das? Hier ist irgendwo ein Zombie. Ja, ja, der isst mich gerade. Oder meine sterblichen Überreste, sagen wir mal so. Nein, das Problem ist halt echt, der isst dich nicht mehr. Aha, kein Sprit im Auto. Supi. Ich komme so bald wie möglich. Ich muss nur noch tanken. Eier bringen Honig mit. Nee, bei mir in der Kiste oben auf dem Haus findest du Honig. Auf dem Haus nebenan? Ja, ja, wo wir eben die Kisten aufgestellt haben. Okay, dann hole ich mir auch meine Steinpfeile. Dann kann der Zombie erstmal Zombie sein. Ja, lass den mal Zombie sein. Wo war denn der Schritt? Hey, wie kommt man hier nochmal raus? Das weiß ich nicht. Nee, weil ich nicht weiß, wo du bist. Egal. Ich schlag hier einfach so diese Tür auf.
ja erstmal Sprit holen. Wir haben noch 5000 Liter, Gott sei Dank, gehabt. Oh, ich habe das zweite Auto gefüllt. Nee, da kommt man nicht drauf. Oh fuck. Und ich bin hier mit einem Zombie. Geh auf jeden Fall rüber. Nein, ich komme hier nicht durch. Oh, es ist nur Holz. Das war ja das Haus direkt gegenüber, oder? Ich fahr mit dem Auto dahin. Das ist mir gerade. Ich hab dir nochmal eine Gruppeneinladung geschickt. Oh ja, stimmt. Ah, ich bin kein Kilometer mehr weg. Fuck, ich glaube, der Zombie ist durchgebrochen. Ich gehe auf jeden Fall in das andere Haus. Ja, mach mal. Ich komme. Ja, das war das Haus. Okay, gut. Nur wenn ich gleich sterbe. Dem Haus. Hm. 2,0, kriege ich das mit einmal Honig weg? Ja. Bis jetzt nimmt's ja. Ja, hab ich. Ich glaube, 2% ist maximal, aber es weg. 5%, aber dann braucht man halt mehrere Honig. Hör dich. Ja, ich stehe vor der Tür. Hello. Hello. Ah! Oh fuck. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Immer noch ein Kopfköpfchen. So komm, schwingen wir uns. Ich glaube, das war dann der Zombie, der da drin war. Ja, ich denke, das war der Zombie, der mich gekillt hat, quasi. Ich kann nicht mehr so schnell, hab ein gebrochenes Bein. Oh, hier kommt man nicht durch. Hey, komm doch einfach mit wieder hier rum. Ja. Der hat irgendwo. Warte. Irgendwo hat sich ein Loch geschlagen. Also. Ja, ich komm ja schon. Ich geh ja nur andersrum. Wo bist du denn? Geh auch andersrum. Halt. Da war muss halt. Ich bin halt nur langsamer. Oh. Praktisch.
Ich gucke jetzt, ob ich eine Schiene bauen kann. Ja, mit den Sachen in der Kiste hättest du es auf jeden Fall. Mit Schiene mit IE geschrieben, ja, wird's. Ja. Wo bist du denn? Ach, da hinten an der Ecke stehst du. So, ich kümmere mich schon mal um den Zombie. Klebeband und Stofffetzen brauche ich noch. Ach, da können wir ja auch mal lang. Hä, wo? Wo bist du? Hör dich auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Da, hier bin ich. Sei ja nicht in den Trichter rein, sondern stattdessen geradeaus. Ob da noch irgendwas dahinter ist? Ich versuche mal hier durchzubrechen. Ich hab die Axt. Als ob ich jetzt nicht mehr hochkriege. Mach mal das Ding hier nebenan weg, sonst trittst du da nämlich rein. Nach unten. Ja, da müssen wir aber lang, weil wir kommen hier nicht mal raus. Ja. Hallo? Geht's Sag noch? Nicht, du hast Leitern bei. Ich könnte auch eine Leiter bauen, aber ich baue stattdessen lieber das hier. Das hat man immer dabei. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. Ah ja, stimmt, die Blöcke. Die hätte ich auch noch dabei gebracht. Es nervt mich gerade dermaßen, dass ich nicht mehr so schnell gehen kann. Ah, hier unten. Nur einen Rucksack gefunden am Dach. Da ist noch ein Bogen drin. War da, wo ich auch bin? Ja. Ich bin der kleine Kletterer, Ja, der kleine langsame Kletterer bin ich. So, also wenn wir hier runtergehen, dann müssten wir eigentlich reinkommen. Denk dran, wenn ich einmal noch tief stürze, bin ich tot. Hier ist eine Tür offen. Hier kann man unter das Dach. Oh, cool gebaut, ne? So ein bisschen so verwirrend verwinkelt, aber. Ja, richtig verwirrend. Aber cool. Noch eine halbe Stunde. Ja, die Folge ist ja eigentlich 10 Minuten zu Ende. Aber ich sage dir, ich will mal gucken, ob hier noch was nebenan ist. Oder ob es einfach nur nach draußen geht. Nee, da ist noch was. War natürlich nicht so geschickt gebaut zu gegebenermaßen. Ah! Oh, gleich zwei davon. Wagemute bin ich jetzt nicht. Ah, ich komme auch dran.
Vielleicht hier rüber springen. Am Ende breche ich mir noch was. Ist aber echt cool gemacht, muss man einfach sagen. Hier ist auch noch eine Leiter. Aber ich gucke jetzt erstmal, was hier nebenan noch ist. Ah, da geht man übers Dach. Cool. Und findet eine versiegelte Kiste. Gefällt mir. Ich frag mich gerade, ob man eventuell hier auch rein. Hehehe. Woher wusste ich das denn? Ich schwöre, wenn ich gleich sterbe. Was denn? Bin ich schon? Warte, sei mal ruhig, hörst du das? Ja, ich höre Zombies. Lass das mal lieber bis zum Morgen abwarten. Ja, ich schätze mal, das ist aber... Ah, nee, man kann hier drum rum gehen. Ah, hier waren wir aber eben. Das ist die Stelle, wo wir in den Trichter reingesprungen sind. Das ist der Trichter hier. Ja, und dann ist das der Zombie, der dich getötet hat. Geh nach. Aber da gehen wir ja nicht hin, sondern wir gucken uns weiter um. Noch ein bisschen. Ah! Du bist reingesprungen. Ja. Voll geschickt. Wie ich bin wieder rein. Auf. Wo bist du? Ich bin wieder zurückgelaufen. Ich habe auch gleich wieder zwei Freunde gefunden. Einer davon hat schon zwei Pfeile im Po. Vier Pfeile. Ja, wirklich mal was aus dem Kopf gedrückt hier. Ah, hier ist noch eine versiegelte Kiste. Ganz achtlos mitten im Regal. Musst du unbedingt bei der Aufnahme essen? Hm? Knöchst. Jetzt hier noch was heller wäre, finde ich es noch besser. Zugegebenermaßen. Jetzt denn hier runter. Alea? Wo bist du? Blitz und Feuer. Eine Aufnahme, die ich mal gemacht habe, als Dirk gespielt hat. Gut, ne? Ich dachte, es wäre mal kreativ. Was? Ja, dass ich Dirk auch mal dabei aufnehme, weißt du? Mhm. Ja. Cool. Das ist echt groß. Hallo? Kopf abgezogen, ne? Oh! Hab hier nur noch 17 Lebenspunkte. Also Zeit für eine Heilung, ne? Hab ich.
So, ich bin jetzt voll. Okay, ich habe aber auch eine Türe. Zerlege ich mal. Ja, Mann. Glas kann ich auch zerlegen. Ich habe noch Platz, also von daher. Klar, ich habe ja meinen Rucksack noch nicht angezogen. Ja. Ah ja, das war, bevor wir deinen Rucksack holen gehen, sollten wir nochmal auslernen. Ich treffe einfach von hier oben nicht. Sad. Sad life. Life sad. Ach, hier waren wir doch eben schon mal. Da sind wir eben, genau, das ist die gleiche Stelle. Da sind wir eben hochgegangen. Ja, wenn wir halt durchbrechen. So, aber irgendwie müssen wir doch wieder in diesen unterirdischen Bereich kommen. Ja, durch, mit dem Wasser da. Ja. Ja, ach, durch den Trichter. Da kommen wir anscheinend nur durch den Trichter hin, ne? Habe ich das Gefühl. Ah, hier oben ist noch eine Kiste. Die hast du übersehen. Ach, ich hab dir ja geholfen. Da ist auch noch eine. Da ist noch Plastik drin. Hast du zerbrochenes Glas? Nein, jedenfalls noch nicht. Blei? Nein. Knochen? Nein. Eisen? Ja. Verrottetes Fleisch? Nein. Nitratpulver? Können wir nicht erstmal weitergehen? Ja, ich bin voll. Ja, dann bist du eben voll. Komm, lass uns wieder zurückgehen. Ich krieg ja dann meinen Rucksack wieder. Dann können wir das immer noch machen. Wo außerdem, bist du gerade hin? Wieder die Leiter hoch in die Etage drüber. Ich bin wieder hier oben. Ach, hier liegt auch noch was. Wo oben? Ja, hier oben, eine Etage höher. Hier sind drei von den Teilen. Cool. Boah, eine AK-47 habe ich gefunden hier. Scheint, ah, hier ist eine Lagerkiste. Ah, die hast du auch schon. Mehr scheint hier nicht zu sein. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und dann wieder in den Trichter und meinen Rucksack. Hallo, du kannst doch deinen Rucksack gar nicht mehr transportieren. Doch, kann ich wohl. Wie viel war denn da drin? Da war, der war noch nicht voll. Tja, wir kommen jetzt hier wieder hoch. Ach, wir gehen einfach wieder runter und gehen mal raus und wieder rein. Scheiß drauf. Geht wahrscheinlich schneller, als wenn wir jetzt hier versuchen zu klettern. Papa! Was? Wait! Und wieder Richtung Abwasserkanal, ne? Mhm. Gott. Sehr, sehr. Oh, hallo, Eisenfall. Ey, ist es nicht gesagt, dass ich das diesmal schaffe? Ich sterb schon wieder! Helf mir!
fuck! Ob ich jetzt meinen Rucksack nochmal wieder finde. Verdammt! Ich bin da raus. War mir ein bisschen zu heikel. Mit dem gebrochenen Fuß. Wieso? Der schwächt dich doch nicht beim Kämpfen. Ja, aber irgendwie konnte ich nicht auf die draufhauen. Soll ich nicht nochmal nach Hause kommen? Nee, wir machen das dann. Das ist nur eine Folge dran. Wie viel ist das denn? 46. Ja. Nein, wir können sich natürlich noch mal spielen. Ich habe es in der Zeit so nicht ganz so genau. Ich bin jetzt nicht gestorben, wenn das an. Allein nicht da rein, weil ich das auch absolut verstehen kann, aber dauert es halt. Ja, okay, ich gehe aber auf das Haus drüber. Ja, es ist bleibt noch drin. Es vielleicht kommt es ja später. Oder gar nicht. Ah, da ist dieser. Hast du denn mal zufällig meinen Rucksack gefunden? Nee. What the fuck, hier ist gerade Party für Zombies. Ich glaube, die sind gerade schon durchgebrochen. War das so ein Bauarbeiter auch? Ja. Yep, dann sind die schon durchgebrochen. Nein. Jetzt hier hoch. Ich kämpfe gerade gegen die. Ja, ich bin ja da. It's raining zombies. Ja, it's raining zombies. Das sind die auf jeden Fall. Ja, Lootbeutel. Und wenn du mich fragst, sind da noch mehr. Ich weiß, ich höre sie ja. What the fuck, die spawnen da einfach. Ja, der ist ja irgendwie aus der Wand gekommen. Keine Ahnung, wie der. Der ist irgendwie aus der Wand gekommen. Das ist wahrscheinlich irgendein Fehler. Dass er hier durchlaufen kann. Weil hier ist ja gar nicht zum Durchlaufen. Naja, komm. Gehen wir mal wieder Rucksack fischen. Tut mir leid. Ich versuche diesmal nicht zu sterben. Hab ein bisschen Geduld mit deinem Arm, alten Papa. Bist du wenigstens schon wieder im Haus? Ah, einer ist genau in dem unterirdischen Gang. Was, du bist schon in dem unterirdischen Gang? Ja, ich höre dich. Ich werde anscheinend jetzt gleich nochmal.
Medizinkiste? Nee, die sind mein Rucksack. Wenn ich meinen Rucksack finde, habe ich auch Medizinkiste. Komm her, ich habe eine. Oh, Blutbeutel gefunden. Ja, dann bitte. Hier, ich komme mal raus. Warte. Ich habe nämlich noch eine. Ist das hier überhaupt der Nebenraum? Ja, das ist der. Geil, wir sind da die ganze Zeit rüber. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Wir müssen mal ein bisschen auf die Luft schielen. Okay, ich komme auch unter Wasser. Besonders ich. Wasser noch. Das ist ein relativ großes Areal auch. Muss man ja richtig aufpassen, dass man nicht ertrinkt. Obwohl hier unten scheint nichts zu sein. Ich tauche noch mal auf in die Luft. Essen. Aber hier scheint eigentlich gar nichts zu sein, wenn man hier taucht. Also ich finde hier nichts. Bist du wieder unter Wasser? Ich bin in einem Programmierfehler drin. Weil ich was? Ich bin unter Wasser und doch nicht unter Wasser. Das ist eine Luftblase da unten. Quasi. Wenn man so will. Ich glaube, das haben die sogar mit Absicht gemacht, damit man eben unter Wasser bleiben kann. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier wieder in die Luft kommen und ich muss meine verdammte Rucksäcke finden. Hey. Verhält sich auf jeden Fall ganz komisch. Aha. Also den ersten Rucksack habe ich schon mal gefunden. Ah, und da ist der zweite. Ich habe sie beide. Die liegen quasi nebeneinander. Oha, wie komisch ist das Wasser hier? Ja, sag ich, das ist wie eine Luftblase hier unten. Das irgendwie ist es schlecht simuliert, keine Ahnung. Kann man schlecht erklären. Bist du hier unten auch mal gestorben, ne? Nö, ich bin nicht gestorben. Ja, aber ich wundere mich, was da in der. In dem Rucksack drin war. Ich war nämlich auch ein Verwandter und kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass ich den hatte. Doch, hattest du. Fuck, ich komm nicht mehr hier raus. Ja, du musst ein bisschen nach oben. Immer nach oben gucken. Ich kam gerade echt fast nicht mehr raus. Naja, wir verschwinden jetzt auch. Das ist richtig buggy. Ja, ja. Bevor wirklich, dass sich hier noch verklemmt. Ich komm
Guck mal, ich will jetzt hier gerade gar nicht weg. Ich komme hier nicht weg. Und wo es denn hier lang geht? Ah, hier geht es nach draußen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man hier durchkommt. Ah doch, da bist du draußen. Haha, ist ja lustig. Ich gehe wieder raus. Ist ja lustig. Dann schwimmst du durch das Abwasser und bist dann quasi am Schiff. Ich bin wieder draußen. Ich auch. So, dann würde ich sagen, schwingen wir uns ins Auto, bringen die Sachen weg und dann locken wir uns aus. Warte. Nein. Wir haben hier zwei Autos. Als ob du jetzt nicht wartest. Das ist das andere Auto. Ja, aber ich bin doch langsamer! Ja, aber doch nicht mit dem Auto! Ob sie im Auto macht, das ist doch überhaupt keinen Unterschied. Bin jetzt gerade am Haus. Oh, ich mache schon mal irgendwie leer. Reicht mir jetzt nicht. Sobald ich oben bin, mache ich mir eine Schiene. Da musst du mal gucken, was du dafür brauchst, aber die Materialien sind so eine Projektkiste hier. Weißt du, was ich dafür brauche? Kisten rangeht, falls jemand die finden sollte. So, hast du dich leer gemacht? Ja, aber ich brauche ja noch die Schiene. Ah, okay. Soll ich sie dir bauen oder weißt du, woraus die ist? Ich weiß woraus. Ich brauche nur noch Stofffetzen. Ja, hab ich. Gut. Schiene. Ah, dann eine Nachhilfelehrerin kommt. Ja, dann locken wir uns aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.